Děkuji. Liebe Freunde, seit vielen Jahren bemühen sich Europarlamentarier offiziell, gute Beziehungen zu Nachbarstaaten gestalten. Gute Beziehungen, das heißt touristisches, grenzübergreifende Zusammenarbeit. Gute Beziehungen, das heißt industrielle Zusammenarbeit. Gute Beziehungen, das heißt neue Plätze auf unsere Universitäten und Mittelschulen. Keineswegs heißt es, dass wir werden weiter exportieren unsere Waffen, sei es aus Bundesrepublik, aus Vereinigte Königreich oder Frankreich, zu diesen Staaten, die jetzt durch amerikanische Truppen zerstört wurden. Das heißt, wir werden keineswegs unterstützen diese mittelalterliche Regime in Saudi-Arabien oder in eine Kette der Staaten am Rande der arabischen Welt, am Süden der arabischen Halbinsel. Wir dürfen alle das Nötige dafür machen, dass diese Exporte werden gestoppt. Und wir dürfen alle an unsere Regierungen drücken, dass die nicht weiter unterstützen solche Tätigkeiten wie Wahlbombardierung von Jugoslawien, Zerstörung von Libyen und heute der schreckliche Krieg in Syrien. Deswegen sind wir da, weil wir wollen weiter mit diesen Staaten nach dem Krieg Beendigung die Zusammenarbeit entwickeln. Ich war selbst Lehrer von Studenten von diesen Staaten und ich kann Ihnen sagen, dass die waren immer herzlich willkommen. Und wir waren willkommen in diese Länder. Heute, wenn man hinkommt, die sagen, ja, das sind wir Amerikaner. Die wollen wir nicht. Und wir sind keine Amerikaner. Wir wollen, dass diese friedlichen Beziehungen werden wieder gebildet. Die Staaten werden stabilisiert in gutem Sinne, ohne Diktaturen. Und dass wir werden da in Mittelfranken wie Gäste die amerikanischen Soldaten begrüßen. Dankeschön.